Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video zum Thema SLKM V12. In diesem Video zeige ich euch mal, wie man den Nullpunkt ein bisschen einrichtet und wie man einfach mal die Teil- und die Ausschnittfunktion verwendet, aber ohne Fräsanwendung, da ich noch ein bisschen mit der Steuerung kämpfe und das Problem beheben muss noch. Los geht's! So, als erstes brauchen wir mal eine Datei, um irgendwas mal zu machen überhaupt. Datei öffnen. Dann öffnen wir jetzt mal hier die DXF-Datei. Die habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Die könnt ihr euch runterladen und dann auch mitmachen. Jetzt fragt euch hier die Länge einer ab. Also bei mir zumindest mal. Außer man macht auf Ausmal merken. Dann fragt das halt nicht mehr ab. Aber ich zeige euch, wo man es wieder ändern kann, dass man es wieder ändern kann. Bei mir steht es auf Millimeter. Dann sagen wir okay. So. Jetzt gucken wir mal, wo wir das einstellen können. Also in Einstellungen, Grundeinstellungen. Und dann öffnet sich hier dieses Fenster und da kann man dann das Ganze wieder eingeben oder einstellen. Hier ist die Längeneinheit SLKM in Millimeter und bei der CNC-Steuerung auch Millimeter. Aber das gehört dann erstmal zu der Datei. Hier DXF-Import, jedes Mal abfragen. Oder man stellt es auf Millimeter, Mikrometer oder was auch immer. Und STL-Import muss man auch einstellen. Am besten ist halt jedes Mal abfragen, weil dann kann man sagen, wenn das mal das ist oder so, kann man es ganz einfach umstellen. Okay, so. Jetzt sieht man hier schon ja den Nullpunkt, wo wir hier haben. Und der ist ja je nachdem, wo man ihn platziert, unterschiedlich. Also man kann ja entweder auf dem Werkstück platzieren oder auf dem Maschinenbett. Das kann man hier Einstellung, Grundeinstellung machen. Und zwar ist es hier Z-Achsen Nullpunkt, Werkstückoberseite oder Maschinenbett. Also entweder man setzt den Fräser hier auf dem Werkstück auf und nimmt das als Nullpunkt auf dem Werkstück oder man nimmt das Maschinenbett als Nullpunkt und dann muss man halt den Material, also man muss ja eben irgendwie die Material dazu berechnet. Aber eigentlich am einfachsten ist es, die Werkstückoberseite zu verwenden. Also Z-Achse Nullpunkt Maschinenbett ist am besten für, wenn man einen festen Tastplatten- oder Längensensor hat, Werkzeuglängensensor. Und beim Maschinenbett, da muss man halt auch wirklich aufpassen, dass man das alles richtig einstellt, weil da können mal schneller ein paar Fehler passieren. Dann sagt man okay. So. Jetzt haben wir hier den Nullpunkt da. Und das möchte ich gerne da haben. So, hier hin. Also können wir mal Nullpunkt auswählen. Und jetzt sieht man hier, kriegt man schon ein paar markante Punkte angegeben. Aus der DXF-Datei nimmt er sich ein paar Punkte. Aber hier oben gibt er uns keine Punkte vor. Es gibt hier was, das heißt Schnittpunkt mit zwei Geraden. Aber das funktioniert nur mit zwei Geraden. Und hier sieht man, dass man hier nicht eine Gerade kriegt, ganz genau. Man kriegt es immer nur ein bisschen weiter außen. Kann man es auch noch mit Hand irgendwo hin platzieren oder so, wenn man will. Oder hier oder dahin. Aber wenn man halt wirklich genau da in der Flucht irgendwas haben möchte, dann ist es halt so nicht machbar. Außer man macht es halt so und setzt es halt so schief hin. Aber das wollen wir halt auch nicht. Also können wir hier unten, links unten, kann man das Raster einschalten. Dann machen wir hier eins rein. Und dann haben wir schon automatisch unser Raster gekriegt. Und jetzt sehen wir, dass das Raster nicht ganz schön eingerichtet ist oder so. Ah, dass die Zeichnung auch nicht so ganz passend ist. Aber jetzt kann man sich hier an dem Raster hoch orientieren. Guckt mal, wo die andere Linie ist und dann legt man es hier hin. Und jetzt sagen wir mal, können wir mal das Raster wieder ausschalten. Flupp. Jetzt sehen wir, jetzt haben wir den Nullpunkt schon richtig nah an das Werkstück angelegt. Natürlich kann man es jetzt noch ein bisschen feiner machen oder man lässt es einfach so. Aber so wäre das eine Möglichkeit. Mit dem Raster, mit Hilfe vom Raster, kann man sich hier einen Wert einstellen und dann kann man sich hier das Raster aufblenden lassen und dann kann man den Nullpunkt ganz einfach irgendwo hin verschieben. Also man kann auch jetzt hier frei platzieren, aber wenn man schon ein bisschen präziser arbeiten oder haben möchte, dann sollte man halt ein Raster einblenden, weil dann kann man das schön hier platzieren. So. Dann würde ich mal sagen, wir machen das hier. Das hier muss man als Bohrfunktion machen oder halt als Kreistasche. Aber man kann einfach mal gucken, was es für ein Durchmesser hat. Gedrücktes Mausrad und dann kann man da messen, was es für ein Durchmesser hat. Und das sieht man, 7er. Jetzt hat man schlecht irgendwo ein 7er Bohr rein. Das müsste dann aber hier auch 7 sein. Flup. 7.
Also muss man doch bohren und Kreistasche wählen. Zack. Aber der Fräser ist zu groß, also nehmen wir einen Dreier. Ja. So. Brauchen wir noch die Ausschnittfunktion. Und zwar hätten wir hier gerne den Ausschnitt. Wählen wir hier die Kante an. Ausschnitt, dass da innen drin noch was übrig bleibt, ist egal, weil das wird alles weggefräst. Weil das fällt ja sowieso raus, weil es durchgefräst wird. Ist ja eine Haltebacke. Und dann nochmal Teilfunktion, machen wir hier außen dran. So, jetzt möchte ich aber nicht, dass er hier schon runterfährt, sondern noch ein bisschen gerade und dann erst runterfährt. Wie machen wir das? Indem wir das auswählen, einmal löschen, also Entfernen-Taste drücken, dann Teil, manuell erzeugen. Dann können wir jetzt hier dran klicken mit der linken Maustaste. Und jetzt sehen wir, jetzt kann man hier schon einfach mit der linken Maustaste entlang gehen. Solange es grün ist, würde dann diese Weg entlang fahren. Oder man drückt einmal die Rücktaste, oder die Entfernen, nee, die Rücktaste auf der Tastatur und dann kann man wieder zurückspringen zum letzten Punkt. Jetzt kann man hier geradeaus gehen und dann wieder so dran gehen. Und jetzt sieht man, jetzt kann man hier einfach mit dem linken Maustaste ganz einfach drücken und nicht wie bei den anderen immer rechte Maustaste. Und jetzt sieht man, jetzt haben wir hier uns einfach einen Punkt erstellt, wo wir dann hier entlang fräsen können. Das ist da in der Kontur. Oder man wählt halt automatisch, dann guckt er halt, was halt die beste Kontur ist. Zack. So, jetzt können wir ja natürlich hier noch auswählen. Die Fräs-D-Frei mal, 6 mm zum Beispiel. Dann noch eine Anbindung auf jeden Fall, die ist wichtig. Also hier wählen wir eine Anbindung aus. Und am besten auf beiden Seiten. Zack. Zack. Und die kann man auch sagen, dass die Anbindung nicht voll ist, sondern nur die Hälfte vom Material. 3 mm zum Beispiel. Das reicht vollkommen aus für die Festigkeit oder für die Stabilität. Da passiert nichts. Jetzt muss man noch die beiden Teile auswählen und sagen 6 mm tief. Hier braucht man jetzt nicht unbedingt eine Anbindung. Wenn man auf sicher nur mal sicher gehen will, dann sagt man hier drin Tasche. Dann wird das einfach alles zerspannt. Und dann fliegt auch nix so irgendwie so ein kleines Stück noch durch die Gegend, falls es jemand abreißt und dann durchfliegt. Es ist auf jeden Fall ein sicheres Bedienen, wenn man das alles einfach zerspannt. Und jetzt fällt mir halt auf, dass das jetzt so ein bisschen doof ist, wenn man das so fräsen möchte. Und ich hätte gerne, dass das Ganze gedreht. Wie mache ich das? Hier gibt es ja Verschieben und Drehen. Aber hier kann man dann nur noch die Fräsbahn auswählen. Also müssen wir erstmal auswählen, also mit der linken Maustaste Fenster aufziehen, dass alles markiert ist. Dann das Verschieben und Drehen auswählen. Dann hat er automatisch schon irgendwo einen Nullpunkt ausgewählt und dann drehen wir das hier um 90 Grad. Oder so rum, wenn es so einem besser ist. So, jetzt sieht man, dass nur die Fräsbahn gedreht wurde und nicht die Zeichnung. Die Zeichnung ist jetzt immer fest. Die kann man auch jetzt irgendwie nicht mehr ändern. Was ich jetzt ein bisschen doof finde, weil vorher in Version 11 konnte man die Zeichnung auch immer wieder drehen, aber die kann man jetzt hier nicht mehr bewegen. Somit kann man, wenn man jetzt die Fräsbahn irgendwo gelöscht hat aus Versehen, nicht mal wiederherstellen in dieser Position, wie man sie hat. Außer man macht es halt nochmal im gleichen Vorgang, wie man es erstellt hat. Dann kriegt man es nochmal dahin. Aber sonst ist es halt irgendwie ein bisschen blöd. Oder man speichert es so und dann kann man es immer wieder verwenden am Depp-Stand. So, jetzt hätte ich gerne hier noch einen Nullpunkt. Das sieht man jetzt, kriegt man nur noch ein paar markante Punkte. Ja, zum Beispiel die Kurve hat man hier komplett voll durchgepunktet, den Kreismittelpunkt, dann haben wir hier nochmal ein paar Punkte, wo man einen Nullpunkt setzen kann und dann hier auch nochmal. Das ist jetzt halt relativ begrenzt und gerade kann man auch gar nicht mehr platzieren. Dann geht es einfach jetzt hier nur noch, wenn, übers Raster. Zum Beispiel so. Oder man platziert sie dann einfach irgendwie ein bisschen frei. Das ist halt jetzt ein bisschen doof, dass man die Zeichnung jetzt nicht mehr drehen kann. Aber dafür kann man dann sagen, Datei. Zeichnung bearbeiten. Dann öffnet sich das zum Beispiel irgendein DXF-Programm, was ihr hinterlegt habt im Programm. Und dann könnt ihr auch automatisch in dem Programm bearbeiten. Und zwar geht es hier CNC-Grundeinstellungen. Und zwar DXF-Editor müsst ihr dann einfach den Dateipfad auswählen, den ihr habt. Und dann könnt ihr einfach da das Programm, die Echse auswählen und dann wird das Programm automatisch gestartet. Sobald ihr das sagt, Datei, Zeichnung bearbeiten, und dann startet das Programm automatisch und man kann diese Datei hier bearbeiten.
Und so könnte man es dann theoretisch auch drehen. Und dann kann man auch immer die Fräsbahn wieder da, wie die DXF ist, ausrichten. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen was weitergebracht. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wie es oder was ich noch nicht erklärt habe oder so, schreibt einfach in die Kommentare. Das wird jetzt wieder normal weitergehen. Ich werde jetzt jedes nach und nach die Funktion erklären. Auch mit Fräsvideos. Sobald die Fräse wieder läuft, sobald ich da ein Problem noch in den Griff gekriegt habe mit der Drehzahlsteuerung, aber sonst wird es einfach nochmal weitergehen. Einfach hier die ganzen Funktionen einmal mal durcharbeiten, bis wir alles mal haben. Und dann könnt ihr immer wieder, oder ihr könnt immer wieder Kommentare reinschreiben, wo ich genau mal drauf eingehen soll, was ich euch genauer mal erklären soll. Also, bis dahin. Ciao.